Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ja, es ist ein bisschen laut hier, ne? Es regnet. Aber so fängt der Herbst halt dieses Jahr an. Ich glaube, ich fange mal an mit der Haferernte. Einfach, dass wir die, ja, ein bisschen mehr Hafer rauskriegen. So, zweimal Sense. Den Eimer brauche ich nicht. Die edlen Schuhe muss ich abgeben. Die Eisenachse kann ich eigentlich nochmal abgeben. So. Den Rest lassen wir mal. Und, ach so, was mir gerade einfällt. Jetzt machen wir erstmal die Eisensense auf die 2. Ich habe hier, glaube ich, in der Verwaltung noch gar nicht für die Dienstleistung angegeben, dass die was tun soll, ne? Doch, haben wir schon. Okay. Hatte ich gar nicht in Erinnerung, weil das war gestern, wo ich das aufgenommen habe. Ach so, den Hopfen haben wir ja auch noch. Stimmt ja. Fangen wir mal mit der Hopfenplantage an. So, das bringen wir gerade schon mal weg. Das sind unnötige Kilos. Wo haben wir denn? Da. So, und dann gehen wir mal sensen. Spielen wir mal Sensenmann. Ich fange da an, wo meine Leute anfangen würden. Dann machen wir das Haferfeld hier. Bleibt nichts stehen, okay. Und anschließend das nächste Haferfeld, dass wir möglichst viel Hafer halt ernten können. Meine Leute können sich dann um den Rest kümmern. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wir haben auch so noch genug zu tun. Hopfen ernte ich auch. Denke ich mal, oder? Guck mal, wir haben noch 6 Leute, die hier arbeiten können. Mache ich nur die Haferernte. Und den Rest lasse ich meine Leute machen. Ist, glaube ich, ganz gut. So, nichts stehen geblieben. Sehr gut. Dann gucken wir schon mal, dass wir das hier wegtun. Und dann müssen wir ja Roggen einsäen. Wie viel Roggen habe ich denn? Roggen müsste ich eigentlich viel haben. Roggenkorn, 4440. Ja. Können wir nicht meckern. Da können wir absolut nicht meckern. Ah, die fängt mit Kohl an. Sehr gut. Genau, ich wollte ja da anfangen, wo meine Leute anfangen. So. Dann ernten wir hier mal ganz schön. Und dann können wir anfangen, uns um die Quest zu kümmern. Wir haben diesmal noch nur 8 Tage. Also nicht wie sonst 10. Weil ich habe auf 8 umgestellt. Weil, ich sagen würde,
für 10 Tage haben wir nicht mehr genug zu tun. Klar, der Herbst ist jetzt ein bisschen stressiger, weil da jetzt alle Felder bestellt werden müssen. Aber ansonsten das waren die einzigen zwei Haferfelder. Hoffe ich mal, dass das reicht, ne? Wobei, Tierfutter haben wir eigentlich genug, glaube ich. So, wie viel Hafer haben wir jetzt? Und zur äußersten Not müssen wir kaufen. Wir haben noch 700 Haferkorn. 1000 Hafer haben wir jetzt noch dazu gekriegt. Ja. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Hoppala. Achso, die Sense kann ich hier lassen. Beide. Ich habe nur eine gebraucht. Sehr gut. Na, dann ernten wir doch den Hopfen noch. Der ist schon weg. Was ist denn hier passiert? Hä? Was war denn hier passiert? Feld 12. Verstehe ich jetzt nicht. Ach, das war das mit den Vögeln. Ich erinnere mich. Ah, ja, wir hatten ja das Ereignis, dass die Vögel einiges gefressen haben. Stimmt. Brauchen wir hier Vogelscheuchen? Habe ich hier keine an dem Feld? Da ist eine. Da ist auch eine. Eigentlich schon. Ja, jetzt erinnere ich mich. Dadurch, dass das gestern war, wo ich das aufgenommen habe, habe ich da jetzt schon gar nicht mehr dran gedacht. Das war das. Ja, das kann einem natürlich schon mal die Planung ganz ordentlich verhageln, ne? Ich meine, hier war es zum Glück der Kohl. Da juckt mich das nicht wirklich. Da habe ich so viel von. Aber, wenn es jetzt bei der roten Beete oder so passiert wäre, dann wäre das schon deutlich ärgerlicher gewesen. Dann habe ich ja extra zwei Felder gepflanzt, weil ich so viel brauche. Hoppala. Nicht schlägern, Rassimir. Das ist beim Hopfen auch. Auch der von den Vögeln gefressen wurde. Sieht schon spooky aus. Aber klar. Das war das Vogelereignis. Und beim Hopfen ist es auch nicht so dramatisch. Da haben wir auch genug von, glaube ich. So, die Möhren müssen noch geerntet werden.
Halleluja. Die Ruhe. So, wie viel Hopfen haben wir denn? 900, ja, das ist okay. 6 Hopfensetzlinge hätte ich noch. Sollen wir da nochmal welchen setzen? So, was wir jetzt eigentlich schon mal definieren können, was wo gepflanzt wird. So, Feld 12, machen wir mal wieder Weizen. Weizen, so. Das Feld haben wir Möhren. Ne, das ist Hafer. Wo haben wir denn Möhren? Da haben wir Möhren. Genau, da in den letzten 90 werden dann noch wieder gepflanzt. Ich glaube, das lassen wir auch einfach auf Möhren. Oder machen wir da auch Roggen noch drauf? Wobei Roggen haben wir so viel, ne? Weil die ganzen anderen Feldern kann ich ja jetzt, oder müsste ich jetzt auf Roggen machen. Was das müsste, mache ich ja auch. Das ist das Einzige, was wir jetzt pflanzen können. Zumindest wenn wir die Felder im Frühling wieder nutzen wollen. Weil alles andere braucht länger. Roggen. Zurücksetzen, Roggen. Da müssen wir drauf. Da war Hafer, da machen wir jetzt auch wieder Roggen. Dass es im Frühling wieder viel Roggen zu ernten gibt. Das sind die Möhren, die lassen wir. Das ist rote Beete. Die muss jetzt auch geerntet werden. Wir haben jetzt Herbst, oder? Doch, müsste. Müsste Herbst sein, weil hier alles mit Kohl ist. Genau, rote Beete wird dann im Frühling gepflanzt und im Herbst geerntet. Genau, deswegen. Passt. War gerade ein bisschen am Zweifeln. So. Das Haferfeld wird auch Roggen. So, jetzt müsste hier alles auf Roggen sein. Bis auf der hier. Und der hier, der ist auf Weizen. Genau. Passt. Passt sehr gut. Jetzt können wir gerade mal einen Blick riskieren, wo denn die eigentlich Quests sind. Hornika ist keine. Jezerika ist eine. Ne, ist auch keine. Lesnica. Denica. Gustovia. Baranica. Branica. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir ja die eine von unserer Frau. Die kann ich hier auch gleich mal auswählen. Abliefern an Lubomira. Lubomira, das war Baranica. Stimmt. Ne, Branica war das. Branica ist Lubomira. Okay. Überlege ich gerade, was machen wir denn? Die sind fleißig am Kohl ernten, der ist schon am Düngen.
Der. Geht in die Mine. Oh, da haben wir noch Wegwarte. Den nehmen wir mal gerade noch mit. Das Feld sieht traurig aus. Das könnte ich eigentlich gerade auch noch ernten, ne? Ist ja nicht viel. Kann gerade schlecht einschätzen, wie lange unsere Leute brauchen, muss ich ehrlich sagen. Also es kann sein, dass wir doch zum Ende der Jahreszeit nochmal mit ran müssen. Das ist sehr gut möglich. Mal ein bisschen zu schwer. Das ist, denke ich, kein Thema. Kriegen wir das komplette Feld? Wohl alles. So, Feld geerntet. Sind wir zwar ein bisschen langsam, aber wir haben das komplette Feld geerntet. Das ist doch auch schon mal was. Ah, der ist auch schon am Düngen hinterher. Da sind sie schon am Hacken und schon am Einsäen. Sehr gut. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Wo sind die Nummer 6? Ach, der ist da hinten bei der roten Beete am Ernten. Okay. War gerade am Überlegen. Ja, warum gehe ich jetzt erst hier hoch? Gute Frage. Nächste Frage. Ich muss den Kohlsamen ja abgeben, aber der macht gewichtstechnisch natürlich überhaupt nichts aus. Es war jetzt nicht die intelligenteste aller Lösungen. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir am morgigen Tag mit den Quests. So, einmal Kohl. Sehr gut. Äpfel haben wir. Apfelsaft wird ganz ordentlich gemacht. Apfelwein haben wir. Bärensaft. Bärenwein haben wir jetzt eine ganze Menge. Birnensaft. Da könnten wir Birnenwein draus machen. Was haben wir sonst noch? Eimer mit Wasser. Ja, die sind aber bei Zeiten aufgebraucht. Da haben wir noch einen Eintopf. Fischfilet, Fleisch. 2000. Über 6000 Fleisch. Müsste ich vielleicht auch mal was von verkaufen, ne? Kohl verkaufen wir schon einen Teil. Kohlsuppen haben wir auch eine ganze Menge. Pflaumenwein, Pflaumensaft haben wir 26. Da könnte man noch Pflaumenwein von machen. Ist vielleicht eine Idee. Bevor wir hier dann jetzt da haben wir noch Verdorbenes. Könnten wir 44 Dünger von machen, ne? So, und dann haben wir noch eine Menge Zwiebeln. So, dann machen
gerade. 4 Dünger können wir davon machen, nicht 40. Was erzähle ich denn? So. Tun wir die 4 Dünger gerade mal da rein. Dann könnte ich zum einen auch mal die Küche gerade wieder umstellen, dass die mal wieder mehr Eintopf oder sowas jetzt macht. Also keine Kohlsuppe, sondern Gemüsesuppe, genau, das war das. Eintopf braucht Karotten und Fleisch und wir wollen jetzt Gemüsesuppe machen. Die braucht halt rote Beete, Karotten, Kohl und Zwiebeln. Einmal alles. Aber die gibt halt auch ordentlich Energie, ne? So, auch du machst mal keine Kohlsuppe. Sondern auch Gemüsesuppe. Kohlsuppe können wir dann immer noch machen, wenn wir keinen... Achso, und du machst gebratenes Fleisch, Quark und Käse. Das ist auch okay. Passt. Dann gehen wir gerade noch mal ein bisschen Wein machen. Da ist es dann auch trocken und leise. Auch nicht schlecht, ne? Dann bringen wir den Tag noch ein bisschen im Trockenen rum und hoffen, dass es morgen dann mal ein bisschen schöneres Wetter ist. Das wäre auf jeden Fall kein Fehler. So, mal ein Schlückchen trinken. Eigentlich bräuchten wir nur den Mund aufmachen und den Kopf hochstrecken, ne? Dann regnet's rein. Hi Mildreda. Hoppala. So, Weinfass. Mach mal Pflaumenwein. Dann bringen wir zumindest ein bisschen Zeit von dem verregneten Tag im Trockenen unter oben, wo es ein bisschen leiser ist. Ist ja, glaube ich, auch ganz angenehm dann. Vier haben wir schon. Ja, machen wir halt die 26. Und gucken dann mal. Und dann gehen wir morgen hoffentlich im Trockenen an die Quests. Wäre zumindest schön. Wäre sehr schön. So, die ersten 10 haben wir. 16 brauchen wir noch und dann sind wir damit auch durch. Wie gesagt, ist ja auch ein bisschen Zeit totschlagen jetzt, was wir hier machen. Dass wir da nicht in dem Regen agieren müssen. Und ich bin mal gespannt, wie gut wir klarkommen mit den 8 Tagen. Bin ich echt sehr gespannt drauf. Aber ich denke mal, das war die richtige Entscheidung. Hab's ja in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, kann sein, dass wir dann sogar noch auf 6 Tage mal runtergehen. Müssen wir jetzt halt einfach mal gucken. Das müssen wir echt mal gucken. Vorteil ist natürlich, wir brauchen jetzt auch weniger Essen oder weniger Gemüse, weil wir natürlich entsprechend kürzere Jahreszeiten haben. Muss ich mal gucken, dann muss ich vielleicht für den im Frühling dann wieder mehr Hafer ansäen und mehr Flachs und nur noch ein Feld rote Beete. Gucken wir mal. Sofern wir dann eh nicht wieder irgendwie so ein komisches Vogelereignis haben. Eigentlich müssten da doch die Vogelscheuchen verschützen, oder?
würde ich jetzt mal so behaupten, dass man das Ereignis quasi nur noch dann kriegt, wenn man keine Vogelscheuchen hat. Aber ja, ist leider nicht so. So, und damit wären wir fertig mit dem Wein. Nicht wahr, Edburger? Bringen wir den mal weg. So. Hier sind wir falsch. Völlig falsch. Hallo Tibalda, hallo Meterica, hallo Genoveva. Weva, Wea. So, hier sind wir richtig. Pflaumenwein. So, sehr gut. Sonst haben wir hier nicht, dass ich bräuchte was zu essen, ne? Allgemein. Ich könnte noch das Salzfleisch essen. Dann ist das weg. Pflaumen haben wir. Kohlsuppe. Können wir uns mal die drei noch mitnehmen. So. Was habe ich denn jetzt eben gegessen? Ich habe doch... Keine Ahnung. So, wie spät haben wir denn? 16.06 Uhr, das ist schon mal gut. Hallo Ludmira, hallo Guzimira. Haben wir eigentlich ein Tier dazu gekriegt, fällt mir gerade ein. Mac. Das ist Hermine. Harry Potter. Dann verkaufen wir, glaube ich, den Heinrich. Wir haben ein Männchen zu viel. Ich brauche kein Gänsemännchen. Nee, Tiere, so. Hühner haben wir 10. Haben wir ein Küken dazu gekriegt? Sehr gut, ein weibliches. Wie nennen wir sie denn? Nennen wir sie mal Ginger. So. Gänse. Haben wir das männliche Gänseküken dazu gekriegt? Und den Heinrich verkaufe ich dann jetzt mal. Ja, bin ich. Weil wir haben ja den Harry Potter noch. Und... dann bist du der Ron. So. Den verkaufen wir dann aber wahrscheinlich auch. Da haben wir nichts Neues. Hier haben wir auch nichts Neues. Ich weiß gar nicht, wie viele Schafe passen in den Stall. 9 oder 10. Hier haben wir auch nichts Neues. Rinder haben wir auch nichts Neues. Pferde haben wir auch nichts Neues. Okay. Ja. Weg ist der Ingeborg. Wie alt bist du jetzt? Bist du? Du bist der Marco, okay. Du bist ja der, der verkauft wird. In gute Hände. Wenn der andere... der Don Pepper, genau, wenn der älter wird. Gut. Pilz. Oh, wir können aber gerade mal in die Höhle gehen und gucken, ob da was Interessantes ist. Fällt mir da gerade so ein.
Jahreszeit ist ja um. Meiner Frau habe ich was geschenkt. Das muss ich ja 2 Jahre lang am Stück machen. Jede Jahreszeit was schenken. Hier ist nichts. Für eine Errungenschaft. So, dann können wir hier gerade nochmal langlaufen, ob da unten der Wagen ist. Wenn wir schon. Finde ich schön, die Palisade. Gefällt mir. Einerseits hat es was, wenn man das natürlich offen lässt, aber andererseits gefällt mir das mit der Palisade auch recht gut. Hier würde ich gerne noch Bäume pflanzen, aber solche halt, ne? Keine Obstbäume. Bäumchen sind das dann ja auch nur. So, hier ist kein Wagen. Ich dachte gerade, wer ist da? Aber das ist unser Holzfäller. Alles gut. Nicht, dass sich mal irgendwann Räuber hierhin verirren. Weiß man ja auch nie, ne? Nicht wahr, Wolbert? Überlege ich noch, ob ich da so einen Zaun davor mache. So einen. Könnten wir machen, ne? Dann holen wir gerade mal 2 Holzstämme. Nee. 4? 4 oder 6 brauchen wir. Irgendwie sowas. Holzstamm. Nimm mal 6 mit. Sicher ist sicher. Die sind alle auf dem Weg nach Hause. Ja, 6 war richtig. Verkehrt ist das nicht, ne? Machen wir hier auch noch eine davor. Holen wir nochmal 6. Und dann gehen wir ins Bett. Dass der Regentag aufhört, in der Hoffnung, dass der morgige kein Regentag ist. So, nochmal 6. Gucken wir mal. Fast ein bisschen hoch, ne? Wenn man da jetzt noch ein Dach drauf machen könnte, so also das Dach hier verlängern, dann wäre das richtig perfekt. Also als Art Vordach, ne? Aber gut, jetzt gehen wir erstmal pennen. Können noch gerade einen Schluck trinken. Und dann gehen wir pennen. So, Xabor legt sich auch schon schlafen. Wir jetzt auch.
So, und ein sonniger Tag. Und guten Morgen, mein Schatz. Wie geht's dir denn? Wie steht's um unser kleines Königreich? Ist denn nicht genug Handwerksmaterialien neben dem Dorf? Okay, was fehlt? Was fehlt? Gewinnung, da fehlt an Leuten. Fischtarte, fehlt es an Ei. Dann machen wir ein bisschen weniger Fischtarte. Und dafür mehr Gemüsesuppe. Oder nee, dafür machst du mehr Fladenbrot. So, und sonst sollte alles da sein, ne? Genau. Wie weit ist sie hier? Oder er hier? Oh, er ist fertig. Okay. Dann können wir ihn, das war der Jutrogos, ne? Jutrogos, dann können wir ihn wieder in die Küche packen. Der war hier ja in einer der Küchen. Jutrogos. Wo haben wir dich? Jutrogos, Bauhandwerker, genau. Koch. So, dann kann er wieder zu seinem angestammten Arbeitsplatz zurückkehren. Ja, und wir starten mal durch und machen die Quests, ne? Fangen wir an mit Branika und Baranika. Dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Da. Wobei hier so quer durch ist der kürzere Weg, ne? Da entlang. Machen wir. Dies machen wir. Das Essen habe ich dabei. Trinken brauche ich noch nicht. Haben aber auch unterwegs, sind ja überall zur Verfügung. Zu damaliger Zeit konnte man ja noch einfach aus den Bächen trinken. Heute müsste man da eher ein bisschen vorsichtig sein. Aber heute geht es je nachdem auch schon eher wieder. Der ist noch leer, ne? Ja. Liegen immer mehrere Jahreszeiten. Oder öfter mal mehrere Jahreszeiten, habe ich den Eindruck. Sind da welche? Das ist ein Baum. Hier sind keine. Okay. Weiß halt nie, wo die sich jetzt wieder bei der neuen Jahreszeit rumtreiben, ne? Da ist nichts. Da liegt manchmal ein Wagen. Alles. Aua! Aua! Ich wollte doch nur kurz durch. Oh. Jetzt brauche ich aber einen Ausdauertrank oder einen Heiltrank. Ausdauertrank. Trank des schnellen Heilens. Puh. Ich dachte, wenn ich hinten dran durchlaufe, dann lässt er mich in Ruhe. Aber Pustekuchen. Alles aber nicht in Ruhe gelassen. Na gut, jetzt haben wir einen Ausdauertrank und können ein bisschen schneller nach Branika laufen. Da müssen wir ja die Nähkunst unserer Frau abgeben, ne?
Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Aber es ist natürlich der Vorteil, dass wir mit dem Ausdauertrank jetzt einfach schneller oder länger rennen können. Zum Glück hat er Wiesent abgelassen. Wenn die einmal so ins Kreuz rammen, das kommt garantiert nicht gut. Das macht ordentlich Aua. So, neben dem ganzen Rennen natürlich mal ein bisschen darauf achten, ob wir hier irgendwie Banditen oder sowas haben. Ich könnte die Armbrust mal in die Hand nehmen. So, dahingehend zumindest schon mal vorbereitet sind. Alles gut, ich gehe schon. Ich gehe doch schon. Bin doch schon weg. Da ist ein Wagen. Ist aber auch schon leer. Haben wir auch schon gesehen. Fässer sind auch leer. Die haben wir auch schon gesehen, normalerweise. Ja, genau. Sind auch beide leer. Vorne können auch irgendwo Banditen sein. Da. Da irgendwo sind die manchmal. Heute aber anscheinend nicht. Gut. Ja, jetzt müssen wir mit den Quests natürlich ganz besonders planen. Weil manche gehen ja über 2 Tage. Die sind dann meistens natürlich auch noch bis in die nächste Jahreszeit mitnehmbar. Aber, ich mache eigentlich die Quest schon gerne in der Jahreszeit, wo ich die auch annehme. Du bist die Questdame? Nee. Du, Jaromira, was kann ich denn für dich tun? Kann ich dabei etwas helfen, meine Liebe? In letzter Zeit treiben sich nachts viele gefährliche Tiere in der Nähe von unserem Dorf herum. Sie wagen sich immer näher heran und das macht vielen Angst. Okay, wir kümmern uns drum. Da kümmern wir uns dann natürlich mal drum. Da müssen wir hin. Gucken wir mal. So, und wie ich sehe, ist die Zeit auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.